Anscheinend bin ich bar jeder Hoffnung. Ich begriff vor langem, dass du nicht für den Tod des Königs verantwortlich warst. Admiral Byrne ist komplett durchgeknallt. Er plant alle Arten von Unfug, Voodoo-Rituale, Hinrichtungen. Nichts wird ihn aufhalten. Dieselben Rituale, die meinen Vater töteten. Ich billige deine Methoden nicht, aber ich habe nichts zu verlieren. Ich nehme an, du hast auch nach dieser Amphore gesucht. Nimm sie. Du hilfst mir? Tu deine Pflicht, scheitere nicht. Das werde ich. Ehrenmann der Henry am Ende noch geworden. Endlich bist du zurück. Wo ist die Amphore des Chaos? Majestät, die Mission ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Du enttäuscht immer wieder. Was hast du mit der Amphore gemacht? Ich wurde angegriffen. Mary Lou durchkreuzte meine Pläne. Ich fürchte, die Amphore ist nun in den Händen der Piraten. Du bist so unfähig. Noch einmal wirst du nicht scheitern. Du wirst zum Schiffsjungen degradiert. Du solltest mir dafür danken, dass ich dich nicht an den Galgen schicke. Mann, so ein netter Kerl, der Byrne. Hast du deinen Weg gefunden, das Ritual durchzuführen, Mary Lou? Ich fand eine alte Amphore, die wir für den Zauber benutzen können, auch wenn sie für mich nur wie eine alte Vase aussieht. Ja, es muss die Amphore des Chaos sein. Nach dem Ritual können wir sie hier immer noch als Dekoration verwenden. Unser Schiff könnte ein paar Neuerungen gebrauchen. Finde den Schaman und gib ihm die Amphore. Beeil dich. Ja, machen wir. So. Sehr schön. Nehmen wir mal alles mit hier. 2492 Gold. Das nehmen wir natürlich gerne mit, wa? So, dann werden wir uns hier noch das Wrack gönnen. Was? Warum bin ich nicht nah genug? Ah, schön. Ein schöner Tag heute, nicht wahr? Danke. Sorry, dass der Millimeter noch gefehlt hat. So, wo müssen wir jetzt eigentlich? Wir müssen ja zu der Hand, ne? Bei erober doch bitte einfach Ringkingo. Und da oben schlecht, dass Tuna Heba von denen erobert wurde. Also von der königlichen Marine. Ist nicht ganz so optimal. Aber wie gesagt, ist egal. Wir werden jetzt einfach hingehen. Wir werden jetzt einfach die Hauptstory, soweit es geht, spielen. Und dann ist gut. Oh, grüne Fische. Ja, wir müssten auch mal einen Abstecher beim Golden Fish machen eigentlich. Aber ich glaube nicht jetzt. Weil der ist da oben und wir sind da unten. Und da wäre jetzt eine, meiner Meinung nach, zu große Reise. Wir wollen ja jetzt weiterkommen. Aber wo sind denn die grünen Fische? Die sind jetzt auch gerade so eine größere Reise, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Ach da, ihr habt die nie gesehen. So. Danach geht's weiter zur Hand. Zur Handinsel. So, was haben wir bekommen? Himmelsfische. Okay. Nehmen wir so mit. Wir haben schon alle Handfische. Das ist schon ziemlich gut. So. Ja, hier ist Atlantis. Finde ich aber nice, dass sie es mit reingebracht haben. Ne? Ich meine, war logisch. Logisch, aber trotzdem nice. Ach. Was? Ja. Danke für nix. Segel doch. Ich bin doch sogar schneller mit der Fähigkeit, meine Güte. So. Du kommst jetzt nicht hinterher, Kollege. Meine... Also, wirklich. Da fährst du gegen den komischen Daumen da. Weißt du? Kannst du dir nicht ausdenken, der Mist. So, wir könnten... Was könnten wir hier? Imperial Bay könnten wir... ich erober jetzt nichts mehr. Wird doch eh wieder alles nur zurückerobert. Direkt. Egal, wie wir es aufleveln... Ja, Invasionsschiffe sind da. Ja, du hast Stufe 5 hiervon. Ja, ist erobert. Danke. Ah, ist ein bisschen halt... Das ist wirklich bescheuert. Finde ich schade halt.
Das finde ich wirklich, wirklich dämlich. Oh, Level 35, da könnten wir aber mal überlegen, ob wir es nicht doch mal versuchen. Oh, vor allem, weil die, ja, wir sind aber nicht so fresh, ne? Ist egal, wir versuchen es einfach. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. So. Dreht die rechte Kanone sich auch noch weg? Ja. So. Wir heilen uns mal ein bisschen nach dabei. Und wir haben's. So, du hast den Hafen erobert. Nice. Dann können wir uns ja auch mal reparieren. Oh, shit. Ah, wir brauchen doch nur eine Reparatur erstmal. Ja, der hat dich getroffen, Kollege. Ja, der hat gesessen. So. Ja, der ist weg. Der kann sich nur noch drehen. Der ist eh keine Herausforderung für uns. Was haben wir gemacht? Haben wir das erobert? Wir haben es erobert! Ach, gute Nachrichten, Freunde. Gute Nachrichten. So, und hier können wir wieder ein bisschen... wir segeln an dem Gold vorbei. Ist dann jetzt nicht euer Ernst. So. Wir nehmen mal alles mit. Ja, das Feuer... Der Feuerbug ist wieder am Start, ihr wisst Bescheid. Das eine Gold lassen wir jetzt da mal liegen. Ach, du bist... du bist so dumm. Boah, Junge. Ich werde jedes Vorratsschiff von uns zerstören, ne? Jedes. Kann nur so blöd sein. Ja, die müssen wir noch hier besiegen, oder? Oh, volle Breitseite. Ja. Also hier ist gerade Party hard, hör mal. Ja, das holen wir uns auch noch da hinten, komm. Danach müssen wir mal gucken, dass wir den Feuerbug wieder wegkriegen. So. Treffen wir? Wir treffen nicht. Aber ich will jetzt auch gar nicht treffen. Ich will jetzt erstmal wirklich jetzt gucken, dass wir uns ein bisschen repariert bekommen. Na komm. Danke. Reparieren und wir können Sachen verkaufen. So. Wir können einige Sachen verkaufen. Beides Level 35. Ja, gut. Kaum was. Haben wir nix. Ja, ich weiß. Die Leute leiden auf dem Schiff, aber was soll ich tun? So, was ist das? Das ist lila. Das ist hier nur blau. Weg damit. Oh, Kugeln haben wir auch, die wir verkaufen können. So, Kanonen haben wir auch. So. Oh, warte mal. Ist die besser als unsere? Kugelgeschwindigkeit. Ach, Waffenreichweite 8. Wir sind auf Reichweite getrimmt, Freunde. So. Markt. Medizin weg.
114.000 würde ich sagen, kann man so machen. Ein paar Leute anheuern. Oh, wir brauchen 70 Stück. Wir kriegen nicht mal alle zusammen. Ist aber nicht so wild. Ist nicht so wild. So, Gouverneur. Zack, 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 zack. Gold. Oh, haben wir nicht genug. Gut, wir haben aber gemacht, was wir wollten. Jetzt werden wir nochmal hier anlegen. Dann, das speichert ja dann. Dann werden wir einmal raus und rein gehen, weil das macht hier mit dem Bug. Ist egal. Wir werden speichern. So. Einmal im Hauptmenü rein. Und Spielladen, Mary Lou. Geben wir das Feuer doch einfach an den Hafen ab. Ah ne, das ist ganz weg. Das ist zumindest beruhigend. So, ja, das ärgert mich da oben. Tuna Haber. Bitte Invasionsschiffe dahin. Wäre auch noch schön, wenn man so befehligen könnte. Ich meine, wir sind jetzt die Königin der Piraten. Sollte ja möglich sein, die Invasionsschiffe zu befehligen. Möge man meinen, aber geht nicht. So. Jetzt müssen wir hier durch. Na komm, wenn der nicht so stark ist, der Hafen, dann werden wir den auch noch uns einverleiben. Oh, sorry. Ich bin ans Mikro gekommen. Dann werden wir da unten aber... Grüne Fische. Dann haben wir da unten aber zumindest schon mal alles soweit frisch. Ne? Also zumindest hier. Die drei, die jetzt hier nur von Steindingern umgeben sind. Und ich hoffe, das bleibt dann auch. Ne, die vier sogar. Fische. Wo sind die? Da. Keine Sorge, wir fahren noch unten zum Hafen. Ja, meine Segeln noch dahin. So, aber ich würde auch sagen, beim Schamanen, danach machen wir auch so langsam mal Schluss für heute. So, Ahnenfische wieder. Also, Fische haben wir jetzt so hammer viel, ne? Das wird schon... Das schon... Ja. Boah, 315 klassische Musik, Ozeanmusikanten. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich Fische geangelt. Dass wir da ordentlich was rausholen können. Aber gut, ne, so muss das auch sein. Da haben wir noch eine Kiste, die nehmen wir, glaube ich, auch noch mit. Na komm, segeln wir hier rum. Ist egal. Segeln wir hier rum. So. Da sind auch noch Fische. Nehmen wir auch mit. Level 40. Ja, ist machbar. Oh, die Fische. Nein! Bitte angeln, bitte angeln, bitte angeln. Ja. Oh. Ich meine, das ist wenigstens realistisch. Da will ich gar nichts gegen sagen, weil... Gut, so ist es halt. So, Zangfische haben wir bekommen. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hier auch noch einverleiben. Ja, wir stehen hier nicht so optimal, aber ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. So. Komm, ein Schuss noch. Ja, die treffen uns noch 20 Mal mit 700 Schaden. Ja, ja, okay, okay, ist okay. Freunde, ist okay. Ja, ja. Die versenken uns noch, obwohl sie schon weg sind. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Mann. Ja, die Militärschiffe können jetzt mal kurz da warten von mir aus. Wir werden jetzt erst reparieren. Und dann werden wir ein paar Sachen hier verkaufen. So, plündern haben wir bekommen, ne? Im Blau. Weg. Flammenmeer, ja, ist egal. So, keine Überlebenden. Stufe 40, Stufe 50 verkaufen wir aber, weil wir haben Gold. Das behalten wir. Da ich das eh nicht einsetze, kann ich auf die Farbe gucken.
was ganz Schönes. So, Schaluppenfähigkeit, Frostschuss haben wir auch schon, ne? Ja, in Gold. Kann das weg? Davon haben wir nichts mehr. Ja. Medizin haben wir noch. Ah, die 5 holen wir uns noch. Nicht hier noch Gold. Ah, schade. So, hat aber gereicht für 2 Türmchen. Ho! Ja, hast dir gedacht, hast aber nie getroffen. Ja. Und das waren die 2 Militärschiffe. Oh, warte mal. Oh, ich sehe es gerade. Ah, wir haben Talente bekommen. Ah, wir könnten jetzt die Anzahl der Fische schon... Nee, da müssen wir erst den hier machen, ne? Komm, machen wir den, weil das ist geil. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen ausgelevelt, aber ich möchte jetzt mehr Fische fangen. Geschwindigkeit erhöht sich, Sekunden im Kampf verdienst du Gold. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann lohnen sich wenigstens die langen Kämpfe. Also je nachdem, wie viel Gold wir verdienen. Wenn wir jetzt 1 Gold kriegen pro 60 Sekunden, dann natürlich nicht. Dann lohnt es sich eher so weniger. So, wir wollen jetzt aber noch zum Schamanen. Er hat ihn einfach mitgenommen, ne? Er hat das Fass einfach mitgenommen. Gut. Scheint, ja. War jetzt nicht so die klügste Aktion von ihnen, aber mein Gott. Das Händler da oben, okay. Der Wind dreht sich. Warum drehst du dich denn jetzt? So. Ich frage mich, ob wir auch, Schaden kriegen, wenn wir die Segel einholen. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, wir sind jetzt hier bei dem... bei unserem Port. Aber wir wollen jetzt einfach nur zum Schamanen weiter. Oh, guck mal. Ja, gut. Gesundheit steigt auch wieder aufs Maximum. Sehr schön. So, das Schmugglerschiff. Das war jetzt doof. Das wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte eigentlich nur hier unten lang segeln. Eigentlich nur unten lang. Ja, hier haben wir eh nicht genug Gold für blaue Fische. Nice. Nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ja, ein bisschen mehr schon. Fischen. So, was kriegen wir da raus? Rote Verschlinger. Oh, wir haben schon so viele teure Fische auch am Start, ne? Wir müssen echt mal nach Golden Fish und, ja, wir müssten eigentlich auch mal die anderen Fische hier fangen. Also ich hoffe, dass wir die gleich mal fangen. Wo sind wir? Da. Oh nein! Ein Sturm! Ja, jetzt, nee, für die segel ich jetzt nicht durch den Sturm. Himmelsfische. Gut. Jut, die grauen könnten wir noch mitnehmen. Die nehmen wir noch mit. Ja, die nehmen wir noch mit. Die können wir noch gebrauchen. Vielleicht sind es Teppichfische. Dann können wir schon 3 Quests abgeben, glaube ich, bei dem Golden Fish Koch. So. Zehn Seeschamanen. Ah ja. Na gut. Dann halt so. Oh, ja, blaue Fische müssen wir holen. Da führt nichts dran vorbei. Blaue Fische. Die sind selten. Die müssen wir jetzt haben. Natürlich kriegen wir es nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Mann. So.
Die Kiste da oben nehmen wir uns aber noch mit. Und was kriegen wir? Goldene Kram. Oh, die sind teuer. Huhuhu. Und wir haben jetzt 30 geangelt, ne? Wir hatten vorher weniger. Oh, das... Also, das in Verbindung mit dem goldenen Fisch. Geld. Ich sag's euch, das ist pures Geld. Pures Gold. So, da sind... Wo sind die grünen Fische da? Da. Werden wir noch holen. Wir kriegen mehr Fische, das ist gut. Das müssen wir jetzt ausnutzen. So. Das müssen wir jetzt ausnutzen, so ein bisschen. Ah, segel noch langsamer, bitte. Danke. Und, was kriegen wir jetzt? Ein Gongfisch. 35 Gongfische, eher gesagt. Ach, wir haben ja... Nee, wir haben das noch gar nicht aufgelevelt, ne? Haben wir noch gar nicht gemacht. Stimmt. Ich bin doof. Warte mal. Was für eine... Ah, könnte sein, dass wir gleich wieder einen Kampf dass uns gleich wieder ein Kampf bevorsteht. So. Könnte sein, dass wir gleich wieder kämpfen müssen. Ich hoffe nicht. Und? Oh, ich sehe, du hast die Amphore bei dir. Gib sie mir, damit ich die Kräfte deiner Gegner darin festsetzen kann. Wir sind bereit, das Ritual durchzuführen. Bitteschön. Hallo, Ronida Rubdab, Sia Avon Evon. Sia Avon Evon. Das Ritual ist vollbracht. Jetzt kannst du deine Mission abschließen, junge Piratin. Viel Glück. Ja. Okay. Wilfried, erster Offizier der königlichen Marine. Hoheit, geht es dir gut? Wir hörten einen Schrei. Ich spüre die Kraft der Voodoo-Magie nicht mehr. Wie ist das möglich? Hoheit, wegen der Amphore des Chaos gewährt mir die Gelegenheit, mich zu rehabilitieren. Was kannst du denn noch für mich tun? Ich weiß, wo sie versteckt haben, Sir. Vertrau mir. Dir vertrauen nie mehr, aber vielleicht kann ich dir eine Chance geben, falls deine Angaben richtig sind. Sag mir, wo sie ist, dann kümmere ich mich darum. Ich werde nicht zulassen, dass wieder jemand meine Pläne durchkreuzt. Ein weiteres Fusselstück findet seinen Platz. Admiral Byrne kann seine Magie nicht länger nutzen, aber natürlich hat er noch immer seine Flotte und die King's Fortress. Aber ich habe einen Plan. Was machen wir als nächstes? Mit Hilfe von Kapitän Henry werden wir Byrne und seine Flotte aus der Hauptstadt locken. Dann greifst du die King's Fortress an und eroberst sie. Ah, ist ein guter Plan. Können wir ihn lange genug von der King's Fortress fernhalten? Ich werde alle Piraten der Welt zusammentrommeln und ihn mit allem, was wir haben, angreifen. Großartiger Plan, zumindest hoffe ich das. Sei vorsichtig, wenn du die King's Fortress einmal erreicht hast, kannst du dich von dem Gefecht nicht mehr zurückziehen. Bereite deine Crew und das Schiff für das letzte Gefecht vor. Okay, es wird das letzte Gefecht sein. Vergessen wir unsere Freunde, die heutigen Piraten, nicht. Sie sind eine Vereinbarung eingegangen und können sie nicht rückgängig machen. Leroy hat recht, wir werden eine Eilmeldung absetzen. Sie werden ihr Versprechen halten und sich dem Gefecht anschließen. Mit den hoheitlichen Piraten an unserer Seite wird sich die King's Fortress im Handumdrehen ergeben. Geh in die Hauptstadt und hol dir das zurück, was rechtmäßig deines ist. Danke für alles, Kapitän Morgan. So, das wird das letzte Gefecht sein. Und vor dem letzten Gefecht werden wir natürlich gucken... dass wir erstmal auf Level 60 gehen, weil die King's Fortress ist Level 60. Und dass wir die restlichen Städte, also bis auf die drei, eine Tortuga können wir, glaube ich, nicht. Und King's Fortress natürlich auch nicht. Aber dass wir die restlichen Inseln hier erobern und halten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen hier links an und arbeiten uns dann nach hier oben rechts vor. Machen hier die. Und dann unten rechts die... restlichen.
Da müssten wir eigentlich auch relativ ein relativ hohes Level schon erreicht haben, schon allein deswegen. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Plan. Ja, ich würde am liebsten noch weiter leveln. Aber das Problem ist, das Leveln hier dauert einfach so endlos lange. Und selbst mit aufgelevelten Erfahrungspunkte-Talenten ist das halt extrem langwierig und ja. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir danach noch weiterspielen können, ne? Das ist das Problem. Also keine Ahnung. Ich hoffe es. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Wenn nicht, ist das Spiel zu Ende. So, wir haben Gongfische mal wieder. Und wir werden jetzt hier nach links oben segeln. Da sind auch grüne Fische. Zumindest hier links. Und dann werden wir gleich einmal speichern. Weil das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Aber wie gesagt, wir werden mal gucken. Vielleicht gehe ich auch direkt ins letzte Gefecht rein. Ja, aber es sieht halt wirklich so aus, als wenn wir... Also, als wenn wir danach nicht weiterspielen könnten. Was ich immer schade finde. Das ist ja auch so eine Art Rollenspiel und Rollenspiele, wo man danach nicht weiterspielen kann und nochmal alles wuppen kann. Finde ich so ein bisschen schade. Ja, ist halt so ein bisschen, ja... Ne? Aber gut, wir gucken halt. So, also ich würde sagen, hier speichern wir. Und nächstes Mal gehen wir dann direkt in Northern Point rein. Danach weiter nach Port Philippe. Skullstrand. Downquay. Tuna Haver. Sinisterford. Pepstorm Bay. Port Berset. Zigside. West Point Cove, Cedar Wharf und Forville Peak. Und ich würde sagen, das wären dann alle gewesen, oder? Ja. Also wie gesagt, Tortuga können wir anscheinend nicht holen. Das ist so eine Hauptstadt, glaube ich, von Händler. Weiß ich nicht. Vielleicht ja auch danach noch im Postgame. Vielleicht gibt es eins, ich weiß es nicht. Ich hoffe es so ein bisschen. Aber wenn nicht, dann... Wie gesagt, wenn es kein Postgame gibt... werden wir die Sache haben und dann ist das Spiel halt vorbei. Wenn vorbei, dann vorbei. Dann ist es halt so. Da werden wir dann auch nicht, da werde ich dann auch nicht nochmal bis hierhin spielen oder sowas, sondern dann ist das Spiel durch. Nö. Mal gucken, vielleicht kommen ja DLCs oder sowas. Ich weiß nicht, ob da was geplant ist. Ich hatte jetzt nicht geguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie krass die Entwickler jetzt sich da noch drum kümmern oder nicht kümmern. Aber ich glaube, es gibt immer noch Updates hin und wieder. Mal gucken, ich bin zuversichtlich. Das Spiel ist ja bis jetzt... Also ich sag mal so, das ist ein vollwertiges Spiel. Ne, man kann jetzt da nicht wirklich reinchatten. Ein paar Verbesserungen könnte man machen und so, aber... Also da gibt's wesentlich andere Sachen für 20 Euro, die wesentlich schlechter sind. So, Holz verkaufen wir. Medizin verkaufen wir. Wir haben 5000, das reicht für nix. So, wir gehen nochmal raus und nochmal rein, damit wir auch gespeichert haben. So. Ja. Dann würde ich mal sagen, ab ins Hauptmenü. So, sie haben wir besiegt. Wir haben jetzt alle besiegt übrigens. Alle Kopfgelder... könnten wir uns einstreichen, aber geht nicht. Geht nicht. Schade. Ich verstehe auch nicht, wofür man da drauf drücken kann. Ja, ich meine, ja, okay. So, naja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir die Insel noch erobern, soweit es geht. Und anschließend King's Fortress angreifen. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht geht es noch weiter, dann werden wir mal gucken, was wir noch so machen können. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns erstmal nächstes Mal wieder und bis dahin auf Wiedersehen.